Hallo und herzlich willkommen wieder beim Livestream von Intersport Schrei auf der Wilferdinger Höhen Pforzheim. Unsere Stores bleiben ja bis voraussichtlich 19.04. geschlossen. Wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Aber wir sind natürlich trotzdem für euch da, montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr telefonisch erreichbar unter 07 231 42 4590 oder dauerhaft per E-Mail unter info@schrei.de. Ja, und unsere Livestreams sind schwer beliebt. Wir danken euch sehr fürs Einschalten immer und fürs Zuschauen. Und heute ist die Petra für uns da und sie zeigt uns unsere Wanderschuhe. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Doro. Herzlich willkommen bei unserem Livestream heute. Ich bin die Petra vom Bergschrei und ich erkläre euch heute mal die verschiedenen Kategorien im Wanderschuhbereich. Das heißt, wir fangen mal an hier im Leichtwanderbereich. Das ist die Kategorie A, so werden die kategorisiert. Also sprich, es gibt A, AB, B, BC, C und D. Und dementsprechend A ist die leichteste Version im Wanderschuhbereich. Ist so von der Kategorie vom Laufen her so die Schwarzwald-Pfalz-Kategorie, sagen wir immer ganz gern. Das heißt, für gut befestigte Wanderwege kein Geröll, kein Klettersteig, sondern nur wirklich gut befestigte, leichte Schotterwege, leichte Waldwege für solche Dinge. Diese Schuhe werden auch sehr gern genommen, um Langstrecke zu laufen, sprich 24-Stunden-Wanderungen oder Jakobsweg oder sowas, weil es da um Strecke geht und nicht um extrem alpines Gelände oder sonstiges. Daher sind die Schuhe hier relativ flexibel, sind sehr bequem, sehr leicht, sind auch stellenweise nicht ganz so hoch und sind halt wirklich sowohl, also wir haben jeweils Herren- und Damenschuhe da, in verschiedenen Passformen natürlich, weil es ist nicht jeder Fuß gleich. Dementsprechend ist halt wichtig, dass man verschiedene Modelle hat, die vielleicht verschiedene Passformen haben und der Kunde kann es dann ausprobieren und testen, welcher Schuh ihm am bequemsten ist. Dementsprechend habe ich jeweils hier vorne die Damenmodelle und hier hinten die Herrenmodelle. Einmal haben wir den Merrell, den Zion, dann haben wir den Lova, den Ferox und wir haben den Respond von Meindl. Meindl schneidet eher etwas breiter, der Lova etwas schmäler und der Merrell ist so mittendrin. So, dann gehen wir in die nächste Kategorie. Das wäre diese AB-Kategorie. Das ist jetzt schon geeignet, auch mal ins Allgäu zu gehen, mal ein leichtes Geröll zum Beispiel zu gehen, aber noch keine Klettersteige oder sonstiges. Ist auch nicht irgendwie steigeisenfest oder sonstiges. Ist halt einfach ein bisschen fester, so dass man halt einfach mehr Halt bekommt. Man sieht auch, dass die Schuhe im Schaft etwas höher sind wie die erste Kategorie, so dass halt man hier einfach ein bisschen mehr Halt bekommt. Die Sohle ist auch in dem Bereich ein bisschen fester. Dementsprechend haben auch nochmal eine Vibram-Sohle drunter, die besonders rutschfest und abriebfest ist. Ist vom Profil her etwas massiver, so dass man mit dem halt schon ein bisschen anderes Gelände gehen kann, wie mit den ersten Schuhen. Ja, da gibt es auch wieder die Herren- und die Damenmodelle. Hier haben wir den Meindl, den Vakuum. Bei dem ist der Vorteil, er ist schön breit geschnitten. Was der hat innen so einen Memo-Foam-Schaum drin. Der passt sich unter der Wärme vom Fuß extrem gut an den Fuß an. Also wenn jemand auch viel mit Druckstellen oder so zu tun hat, ist das ein sehr, sehr gigantischer Schuh von der Passform her. Der Hanwag, der Banks, ist jetzt das neue Modell. Ist ein sehr, sehr beliebter Schuh, ist so mittendrin von der Leistenform, hat jeweils diese Vibram-Sohle auch und ist im Endeffekt schön vom Nubukleder her. Der Meindl hat ein Glattleder und wenn wir jetzt zum Lova kommen, der hat dann auch wieder ein Nubukleder. Dementsprechend also auch sehr, sehr angenehm vom Tragekomfort. Dann haben wir noch den Renegade. Das ist so der meistverkaufteste Schuh, den gibt es schon seit 25 Jahren. Der wird immer wieder hergestellt. Ist halt ein sehr beliebtes Modell, passt sehr vielen Menschen. Hat auch diese Vibram-Sohle, ist auch relativ vielseitig, auch von der Festigkeit. Und dadurch halt ein extrem beliebtes Modell, was immer wieder gekauft wird. Genau.
In den Preislagen liegen wir hier also im 200 bis 220 Euro, beziehungsweise der Renegade wäre bei 179,99 bei uns im Dauertiefpreis. So im Anfangsstall, das habe ich vorhin vergessen, liegen wir zwischen 165 und 170 Euro. Dann gehen wir in die nächste Kategorie, das wäre die B-Kategorie. Hier sind wir jetzt in dem Bereich, wo man natürlich auch mal sagen kann, okay, man geht eine Hüttentour, man macht einen E5 von Oberstdorf nach Meran zum Beispiel, kann auch mal einen Klettersteig gehen, sieht man auch hier vorne, hier hat es eine Stoßschutzkappe dran, das haben die anderen auch nicht. Diese Schuhe sind jetzt hier sehr verwindungssteif, sehr fest vom Laufen her, so dass man eine gute Trittsicherheit hat für, wenn man auf Geröll geht, weil zu den Hütten hoch und so sind es meistens grobe Geröllstücke, wo das alles ziemlich locker ist und dementsprechend braucht man eine gewisse Trittsicherheit oder wenn man auch mal einen Klettersteig macht, da muss der Fuß sitzen und dementsprechend gibt es dann die B-Kategorie, das ist so die Kategorie, man kann auch mal ein Gerödel dran machen, also ein Leichtsteigeisen, wenn man mal in ein eisiges Gebiet kommt, aber sie sind nicht steigeisenfest. Ne? Also dementsprechend, die gibt es auch wieder als Damen- und als Herrenschuh und hier haben wir den Light Peak von Meindl, hier haben wir den Hanwag, das ist der Tatra Light und wir haben den Camino von Lowa. Gibt es auch wieder als Damenmodelle. Auch in dem Bereich der Meindl etwas breiter, der Hanwag etwas in der Mitte und der Lowa eher ein bisschen schmäler. Von der Festigkeit sind sie gleich. Was man bei den Schuhen dazu sagen muss, die kann man alle neu besohlen lassen. Also wenn die mal abgelaufen sind oder altersbedingt die Sohle wegfallen würde, dann könnte man diese Schuhe auch bei den jeweiligen Firmen neu besohlen lassen. Das könnte man allerdings den Hanwag Banks auch und den Meindl Vakuum auch, alle anderen nicht. So, hier liegen wir preislich zwischen 260 und 240 Euro. Eine Steigeisen, also eine BC-Kategorie, also bedingt steigeisenfest oder C- oder D-Kategorie, richtig steigeisenfest oder hochalpin, führen wir nicht im Programm, weil das zu speziell für uns ist, bloß damit ihr wisst, warum ich euch die jetzt heute nicht vorgestellt habe. Ich danke euch fürs Zuhören, bleibt brav zu Hause und bleibt gesund. So, vielen Dank, Petra. Das war ja wieder super klasse, wie du uns das erklärt hast, auch für Nichtwanderer. Also wir haben jetzt wirklich richtig Lust gekriegt, dann, wenn wir wieder raus dürfen, auch mal ins Gebirge zu gehen. Vielen Dank. Ja, Petra ist jetzt noch bis 14 Uhr heute für euch da, falls ihr da noch mal eine Beratung braucht oder Ähnliches. Ihr erreicht uns unter 07231 4245 90 oder natürlich per E-Mail unter info@schrei.de. Und wenn es dann auch noch eine mit Bildberatung sozusagen sein soll, dann dürft ihr gerne eine WhatsApp-Beratung bei uns buchen. Entweder über unseren kleinen Online-Store hot-schrei.de, da seht ihr oben rechts einen kleinen Button, da könnt ihr einen Termin bei uns buchen oder ihr ruft uns natürlich einfach an und wir machen dann einen Termin für euch klar. Ja, wie kommt dann das Ganze erstmal zu euch? Natürlich kontaktlos versenden wir das euch. Ihr dürft es zu Hause anprobieren und ausprobieren und wenn es dann doch nicht passen sollte, gerne auch kostenfrei wieder an uns zurückschicken. Falls ihr hier aus der Region kommt, dann dürft ihr auch gern die Bestellung kontaktlos bei uns abholen. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch dann, wenn ihr bestellt. Ja, und dann haben wir es schon geschafft. Vielen Dank, Petra, nochmal und danke euch da draußen fürs Zuschauen wieder, fürs Zuhören. Und wir sehen uns nachher um 12 nochmal ebenso mit der Petra. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.